Mit dem sogenannten Enkeltrick wollen Kriminelle Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Wenn sich Personen am Telefon als Verwandte ausgeben, heißt es Vorsicht, dahinter steckt meist ein Betrüger. Thorsten Wendt von der Polizeidirektion Süd sind solche Fälle bekannt. Er weiß, wie man sich verhalten sollte. Das Wichtigste ist ganz einfach skeptisch bleiben. Denn wenn irgendein unbekannter Anrufer sich plötzlich bei mir meldet, dann auch noch fragt, Mensch, wie geht es dir? Und ich bin doch der oder der, ich bin dein Enkel, deine Nichte, dein Neffe oder sonst wer von irgendwelchen längst nicht mehr gehörten Verwandten, sollte man doch ganz, ganz schnell hellhörig werden und genau überlegen, wer könnte das denn jetzt wirklich sein? Die Kriminellen gehen dabei meist gleich vor. Sie suchen sich eine Nummer aus dem Telefonbuch. Dabei achten sie gezielt auf Vornamen, die auf einen älteren Jahrgang schließen. Nimmt der Angerufene ab, wird er oft mit "Rate mal, wer hier dran ist" begrüßt. Schon da sollten keine Namen preisgegeben werden. In dem Gespräch wird dann von Geldnot gesprochen. Die Betrüger nutzen das als Druckmittel. Mal ist es ein Unfall, mal ist es der Kauf einer Eigentumswohnung, dann ist ein anderer Angehöriger im Krankenhaus, plötzlich sollen horrende Kosten für die Arztbehandlung bezahlt werden, also alles erfundene Geschichten. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich ganz genau schauen, wie reagiert man auf solche Sachen. Ist das Gespräch gut gelaufen, kommt der Verwandte aber nicht selbst. Er schickt einen Freund, da er aus wichtigen Gründen nicht kommen kann. Das Geld soll dann bar übergeben werden. Von dem sieht man aber nie wieder was. Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollte eins getan werden: Auflegen.